Freitagabend, die Hünfelder Rhönkampfbahn. Hier startet heute die Aufstiegsrunde zur Fußball-Gruppenliga Fulda. Und zum Auftakt trifft die zweite Mannschaft des Hünfelder SV, der Vizemeister der Kreisoberliga Nord, auf die SG Kressenbach-Ulmbach, den zweiten der Kreisoberliga Süd. Für die Gäste wäre ein möglicher Aufstieg der erste in die Gruppenliga. Die Hünfelder, die waren schon einmal dort und wollen sich heute natürlich eine gute Ausgangsposition schaffen vor ihrem zweiten Auftritt bei der SG Aulatal. Anstoß in Hünfeld um 18.30 Uhr. 700 Zuschauer sind dabei. Die Gäste mit dem besseren Start. Die sechste Spielminute. Philipp Jobst schickt Patrick Müller auf die Reise. Müller auf und davon. Aber Pascal Baumgart im HSV-Kasten hat aufgepasst und kann den Rückstand der Gastgeber verhindern. 7 Minuten später wieder die SG Kressenbach-Ulmbach. Jonathan Heil, wieder Patrick Müller auf der rechten Seite, zieht nach innen in Robbenmanier, zieht dann ab und wieder Pascal Baumgart. Jetzt eine knappe Viertelstunde gespielt, der HSV jetzt im Vorwärtsgang. Daniel Kornagel, der Hessenligaspieler, der kam nur dreimal zum Einsatz in der ersten Mannschaft, kann deswegen heute hier mitspielen und sein Schuss geht knapp über den Kasten. Die Gastgeber jetzt besser im Spiel und wieder im Vorwärtsgang. Aaron Gardermann. Gardermann sieht Manuel Gröning auf der linken Seite. Gröning frei und der behält die Nerven. Trifft ins lange Eck. Die 20. Spielminute. Das 1:0. Dann die 28. Minute. Patrick Müller mit einem langen Ball auf Tim Mulfinger. Mulfinger gegen Jan-Luca Göbel. Mulfinger setzt sich durch. Frei vor Baumgart, der pariert nochmal Mulfinger. Und auf der Linie klärt Johannes Wiegand für den HSV. Mit der knappen 1:0-Führung des HSV geht es dann auch in die Kabinen. Direkt nach der Pause der HSV wieder im Vorwärtsgang. Sven Sorian auf Daniel Kornagel, der mit einem Solo, dann mit dem Schuss. Und Sven Hergenröder, der Keeper der SG Kressenbach-Ulmbach, hat aufgepasst. 5 Minuten später Ballgewinn des HSV im Mittelfeld. Dann Sebastian Körner. Körner auf Sven Sorian, der kommt frei zum Abschluss, sein Schuss aber genau auf Sven Hergenröder. Und weiter die Hünfelder im Vorwärtsgang. Christian Eckhardt auf der rechten Seite. Eckhardt mit der Flanke und Kopfball von Aaron Gardermann, der steht völlig frei, nickt ein, die 56. Spielminute, das 2:0. Wir sind jetzt bereits in der 70. Minute. Bis dahin von den Gästen in Hälfte 2 nicht viel zu sehen. Der HSV, die bessere Mannschaft. Jetzt aber noch einmal Kressenbach-Ulmbach, Benjamin Friese, Patrick Müller. Und sein Schuss geht rechts am Tor vorbei. Die Schlussminute läuft. Kressenbach-Ulmbach bemüht wenigstens den Anschlusstreffer zu erzielen. Dann kommt der Ball zu Marius Huhn. Der zieht noch einmal ab und noch einmal eine tolle Parade von Pascal Baumgart im HSV-Kasten. Wenig später ist dann auch Schluss. Schiedsrichter Thomas Heckmann aus Ebsdorfer Grund pfeift die Partie ab. Die zweite Mannschaft des Hünfelder SV schlägt zum Auftakt der Gruppenliga-Aufstiegsrunde die SG Kressenbach-Ulmbach mit 2:0 und hat natürlich jetzt eine hervorragende Ausgangsposition vor dem abschließenden Spiel bei der SG Aulatal, die zunächst bei der SG Kressenbach-Ulmbach antreten muss.
So zwischen der 55. und 70. Minute habe ich von draußen mir gewünscht, dass wir den Sack richtig zumachen mit dem dritten Tor. Das ist uns leider nicht gelungen, weil so der letzte Pass gefehlt hat. Und dann ist es irgendwie auch klar, dass man dann nochmal so 10 Minuten, 5 Minuten vor Schluss dann Kressenbach nochmal aufkam mit langen Bällen und sogar auch zu ein, zwei Torschancen kam. Und da hat unser Keeper natürlich hinten der Baum hier auch riesig, riesig gehalten. In der Halbzeit wollten wir dann nochmal Druck ausüben auch auf den Gegner. Da haben wir es dann schwer gehabt. Aber trotzdem muss ich sagen, kann meiner Mannschaft nur ein Kompliment machen. Auch wie wir aufgetreten sind, dann hinten raus nochmal Druck gemacht. Auch Chancen. Aber der Sieg für Hünfeld ist verdient und da müssen wir gratulieren. Ich bin trotzdem stolz auf meine Mannschaft.